Okay, machen wir hier zur Sicherheit mal einen Quick Save. Ich will nämlich jetzt nichts Falsches aus Versehen anklicken. Renato. Hello. Renato lächelt breit und wirft die Arme in die Luft, als er dich kommen sieht. Mein Freund, willkommen zurück. Hast du mein Geld zurückgeholt? Wie werden wohl die Gran Fontana reagieren, wenn sie herausfinden, dass du mit gestohlenen Relikten handelst? Alaria hat mir diesen Käfig in einem Käfig. Hat mir diesen Käfig in einem Käfer für dich gegeben. Das ist definitiv verkehrt rum. Sie sagte, dein Problem wird in demselben Käfig enden, wenn du weiter im Zwillingsholen bleibst. Renatos Gesicht wird scharlachrot, als er das Geschenk sieht. Diese erbärmliche Hexe soll sich den Käfer in ihr stinkendes Paarungshaus stecken. Renato geht zurück, reguliert bei jedem Wort. Seine Stimme wird immer lauter, Spucke fliegt auf seinem Mund. Für diese Beleidigung wird sie bezahlen, sie und ihre bemalten Schergen. Er streckt die Hand aus, um dir den Käfig wegzuschlagen. Ja, Renatos jämmerlichen Angriff ignorieren. Du trittst in Renatos Schlag hinein, die Faust des Kaufmanns trittst den gestählten Körper, deinen gestählten Körper mit laut hörbarem Knacken der Fingergelenke. Maliccio, der valianische Kaufmann, schreibt aus voller Kehle, wie die dreckige Tiere diese verdammte Stadt zu brennen. Du hörst ein pfeifendes Geräusch aus der Nähe. Ich töte alle. Renatos Stimme verkommt mitten im Satz zu einem Gurgeln. Eine Pfeilspitze leuchtend rot ragt aus seiner Kehle hervor. Der Kaufmann zuckt wie ein Aal und rudert mit den Namen. Er fällt auf die Knie, Blut fließt seine Brust hinab. Du blickst nach oben und siehst einen glafantaischen Bogenschützen, der sich nähert. Nein. Was zur Hölle? Es ist nicht unser Brauch, Streitigkeiten zwischen Estramon zu tolerieren. Die Jägerin beredet sich umzuwenden. Ihr Gesicht bleibt noch kurz dir zugewandt. Ein Lächeln spielt sich um ihr Leben. Du verstehst das gewiss. Bevor du antworten kannst, geht sie davon mit selbstbewusstem Schritt. Renatos Arme zogen ein letztes Mal, bevor der Kaufmann sein Leben als ein blutiges, lebloses Häuflein elend beendet. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war jetzt rational, aber ich wollte es nicht. Laden. Ja, das war jetzt der Punkt. Das war jetzt einfach ein Punkt auf rational, weil ich einfach ihn hab machen lassen. Na ganz ehrlich, auch wenn er mich angelogen hat, das hat er nicht verdient gehabt. In Anlügen will ich definitiv nicht, weil Hagrim ist kein Lügner. Außer das eine Mal bei den Dominals, aber das war halt so, wie es war. Hätte ich gewusst, dass wir uns da auf die Ritterseite schlagen müssen. Naja gut, jetzt hatten wir es halt mit den Zwölfen. Auch wenn die Zwölfen auch ganz okay waren. Na komm, lad endlich. Danke. Good day to you. Zeige ich mir nochmal den Käfer, tut das lieber nicht. Und es passiert dasselbe. Okay. Nein. Definitiv nicht. Das heißt, wir müssen rüber zur Händlerin und mit ihr Tacheles reden. Sie soll mir einfach das Geld von ihm wiedergeben und gut ist. Ja, das ist eh das Verteidigungskette. Genau. Also zu dem Glafontana-Haus.
Jo, einmal ruhig rasen. Das sind alles nur Stammesangehörige, eine Jägerin. Bei den Händlern solltest du weniger Offenheit an den Tag legen. Ja, gut. So, da ist sie ja, Alari. Du bist an unseren Herd willkommen. Welche Kunde bringst du? Auf einmal bin ich an ihrem Willkommen. Ich komme wegen Renatos Geld. Die alte Frau rechnet ihn mit hochgezogenen Augenbrauen. Natürlich, was lieben Estramo mehr als Münzen. Aus dem feinen Robe zieht sie eine kleine Wurzel hervor und hält sie sich unter die Nase, um ihren Duft einzusaugen. Der Fischerkreis Stamm umwirbt die Erde seit Generationen. Glaubst du, Renato etwa, diese Kräuter würden wie Unkraut aus dem Boden schießen? Ohne unsere Mühen? Ohne Schweiß? Alari zerdrückt den Pflanzenstrunk zwischen der Handfläche. Rostrote Flecken gesellen sich zu der blauen und grünen Farbe, mit der ihre Hände bereits bedeckt sind. Das Geschäft ist vollzogen. Renato hat die Früchte unserer Ernte. Wir können den Valian ebenso wenig mit seinem Geld wieder vereinen, wie wir die Eldad Gula-Blätter wieder an den Stamm heften können. Sag Renato, musst du die Konsequenzen des Geschäfts akzeptieren, das er ausgehandelt hat. Wenn er weiter falsche Tränen der Entrüstung schluchzt, werden wir ihm zeigen, wie bockige Kinder zur Disziplin gezogen werden. Wir sind keine barbarischen Dürrwälder, hier herrscht die Gastfreundschaft. Alari nickt ihr zu, sie hält eine offene Hand hoch, ihre Handfläche und ihre Finger voller blau und grüner Farben. Gesandte des Valianers, sprich die Botschaft, die du überbringen sollst. Gib mir das Geld. Die alte Frau blickt zu ihrem Wachen, dann zu dir und hebt deine Augenbraune. So schnell, wie wenig Geduld du doch hast. Sie schnippt dir den Finger und ihre Wachen stehen stramm. Reinigt mein Herd von diesem Abschaum. Ja, jetzt bin ich nicht mehr... Doch, ich bin immer noch rational, okay. Diplomatisch, schlau, leidenschaftlich, aggressiv. Ja. Greift einfach irgendwas an. Adolf, so. Ihr beide einfach drauf, obwohl du kannst sie einfach mal umhauen. So. Okay. Und weg sind sie alle. Hat sich irgendwas geändert? Nein. Ich bin immer noch täuschend. Aber das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Wahrscheinlich, weil ich die Dominance damals belogen habe. So. Habe ich mich damit eigentlich mit den Jungs hier verscherzt? Tagebuch. Das wollte ich nämlich dann eigentlich auch nicht. Erschütternde Berührung. Das hätte ich wahrscheinlich vor dem Kampf gucken sollen. Nahkampf. Palegina, Griff. Alari. Wie ist mein Ruf zurzeit bei den Zwillingsräumen? Verbündeter schwach, okay. Ich bin Meister in Trutzburg. Ich bin Meister in Golta, Dürfurt. Ich bin Verbündeter in Zwillingsräumen. Schmelztiegelritter bin ich ein Held, genauso wie die Dutzenden. Nur Haus Dominel bin ich ein Halunke. Okay, ist hier noch was Wichtiges? Oder steht das vielleicht hier? Hm.
Nö, nicht wirklich. Heumatratzen und alles, ja. Ich hätte es eigentlich vermieden, sie zu töten, aber sie hat sie mich sogar Abschaum genannt. Auf der einen Seite, das ist auch wieder so eine Sache. Aber ganz ehrlich, sie war die aggressivere mit ihren Ideen da zu lügen und so weiter. Falsche Anschuldigungen und bestimmte Körperteile in Käfige zu legen. Right. Great fetching feathers, lass. Repeat, please, in Adirin. And stand closer, so I can grab your neck if you said what I think you did. That was Isselmir. She likes your feathers. Thanks, but I'm not interested, Isselmir. Was hat Arnulf da gerade von sich gegeben? Hast aber schöne Federmadel, okay. Achso, das ist ja gerade andersrum, so. Ja, das ist Isselmir, die das da von sich gibt. So, Renato. Hello. Hast du mein Geld? Ich habe dein Geld. Die Verus, Renatos Eigenwein, sie seine Hände greifen, gehe ich nach dem Geldbeutel. Ich hatte die Hoffnung fast schon aufgegeben. Renato zieht die Münze und lächelt mit ihm Kupferkern. Ich danke dir, mein Freund, damit kann ich mein Lager endlich wieder auffüllen. Besuche mich beim himmlischen Bäumchen und finde sicher einige hochwertige Waren für findige Kunden wie dich. Naja. Ich würde jetzt gerne wissen, ob sich das gelohnt hat. Ich konnte Reatos Geld von Alari zurückholen, der Gafatashin Kauffrau verkauft hat. Ich habe Reato das Geld gebracht. Er hat mir angeboten, mir als Dank besondere Waren zu verkaufen. Ich weiß ja nicht, ob ich das nicht doch lieber hätte anders lösen sollen. Ich meine, ich hätte es mal mit dem Lügen probieren sollen, dass er einfach verschwindet. Na, ganz ehrlich, Hagrim hat sich da in etwas reinziehen lassen, was ihn eigentlich gar nichts angeht. Er hätte sich einfach aus der Misere rausziehen können. So, jetzt wo ist dieser? Da sind immer noch die Mönche. Ja, gut, wir lassen euch alleine. Ach, da ist Renato. Hast du was Besonderes? Mein Freund, du bist zurückgekehrt. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nur ein Haufen Schrott und Pflanzen. Das hat sich jetzt sowas von nicht gelohnt. Der verkauft sogar Swef. Okay, entschuldigt, dass ich jetzt nochmal neu lade, den Quick Save. Ich weiß nicht, ob ich es mal mit dem Lügen versuchen sollte, ob das als Täuschen zählt. Weil täuschend ist Hagrim eigentlich nicht wirklich. Er lügt nur, wenn es sinnvoll ist. Hail and well met. Lügen. Wie werden wohl die Glafantaner reagieren, wenn sie herausfinden, dass du mit gestohlenen Relikten handelst? Renatos Kinder klappt herunter und fixiert die Augen. Du hinterhältiger Mistkerl, das habe ich nie getan. Er verschränkt die Arme und streckt die Brust aus. Und warum bitte sollen die Glafantaner deinen Lügen glauben, anstatt meinen eigenen guten Worten? Ich bin Wächter und ja, Vater werden alles glauben, was ich ihnen sage. Ganz genau, sie werden nicht. Renato vollendet seinen Satz nicht. Jede Farbe verschwindet aus seinem Gesicht. Du hättest Rat mit dem armen Vater? Wenn du mich bitte entschuldigst, ich habe anderswo etwas zu erledigen. Vor Angstzittern sucht Renato unter deinem Blick eilig seine Sachen zusammen. Nachdem er gepackt hat, stolpert er wortlos davon.
Erfahrung gehalten und wir sind immer noch täuschend eins. Ja. Und ja, ich mache mir wirklich Gedanken darum. Ich möchte lieber mal schlau diplomatisch weiter sein oder vielleicht mal stoisch. Wobei ich mal endlich nachgucken sollte, was stoisch genau bedeutet.